Du willst innerhalb kürzester Zeit eine Freundin finden, dann bist du hier genau richtig, denn darum geht's in diesem Video. Also wie schon gesagt, du willst in kürzester Zeit eine Freundin finden. Ich habe heute drei Tipps, drei wichtige Grundlagen, die du nicht vergessen darfst, für dich dabei, um dich dabei zu unterstützen, eine Freundin zu finden. Eine Freundin finden, das ist tatsächlich das, was die meisten Leute, die zu mir kommen, als Langzeitziel haben. Manche haben es auch schon als Kurzzeitziel. Es gibt natürlich auch mal wieder die, die zu mir kommen, um mit vielen Frauen zu schlafen. Aber am Ende des Tages entwickeln sich dann alle so in diese Richtung. Kann ich gut nachvollziehen, denn das mit vielen verschiedenen Frauen schlafen Thema ist sehr interessant, kann aber auch sehr langweilig sein irgendwann, wenn du das Gefühl hast, mal auf eine andere Ebene der Connection mit den Leuten gehen zu wollen. Deswegen kann ich das vollkommen nachvollziehen. Und die erste wichtigste Sache oder die wichtige Sache, die du beachten musst, wenn du schnell eine Freundin finden willst, ist, das habe ich schon mal in anderen Videos erwähnt, aber das Tempo, dein Vorgehenstempo. Na, ich rede immer davon, dass wenn du jetzt, es geht dir nur ums Verführen der Frau, es geht dir nur darum, mit der Frau zu schlafen, du möchtest nichts anderes als eine rein sexuelle Beziehung mit der Frau, dann kann das Tempo, in dem du auch auf solche Sachen wie Sexdates kommst, deutlich schneller sein. Im Sinne von, mach früh Kochdates mit ihr, mach früh irgendwie, geh früh mit ihr einen Wein trinken, lad sie früh zu dir nach Hause ein und so sortierst du halt da auch die Frauen aus, die nicht für sowas Sexuelles bereit sind. Also die Beziehungsfrauen sortierst du damit aus. Und ich glaube, wir haben in den letzten Videos schon darüber gesprochen, wenn du denn eine Beziehung haben willst, dann solltest du längere Verläufe nehmen. Das heißt, du solltest Frauen erstmal an einem neutralen Ort treffen beim ersten Date, gerade wenn du sie auf der Straße kennengelernt hast. Du solltest zweitens die Frau dann vielleicht auf dem zweiten Date auch nicht unbedingt bei dir zu Hause treffen und du musst auch vor allem nicht so früh körperlich werden. Ich meine damit nicht, du darfst nicht früh körperlich werden, du darfst sie nicht küssen, nur musst du es halt nicht. Du darfst dir in diesem gesamten Verlauf viel mehr Zeit lassen und viel weniger Stress machen, um es mal so zu sagen, wenn du wirklich auf eine Beziehung aus bist, weil du musst ja bedenken, du möchtest etwas über eine lange Zeit aufbauen. Du möchtest eine Verbindung aufbauen, die über eine lange Zeit entsteht und dann auch über eine lange Zeit so bleibt. Das heißt, wenn du bisher vielleicht eher Frauen gedatet hast und mit denen Affären hattest oder kurze sexuelle Sachen, dann solltest du dein Schema da ein bisschen verändern. Denn oft ist es ja so, dass wenn wir eine Zeit lang die eine Sache gemacht haben, dann machen wir es automatisch so weiter. Wenn du eine Zeit lang immer Kochdates gemacht hast, um Frauen zu daten, dann machst du es halt automatisch weiter, auch wenn du vielleicht gerade was ganz anderes von Frauen willst. Und das ist nicht schlau. Du solltest dein Schema da auf jeden Fall an die Gegebenheit anpassen und einfach einen längeren Kennenlernverlauf haben. Die zweite Sache, um schnell eine Freundin zu finden, ist zu verstehen, wie das Ganze denn abläuft. Und ganz viele Männer verstehen das falsch. Ich erkläre es dir kurz, damit du es nachvollziehen kannst. Wenn du eine Frau kennenlernst, ist es meistens so, dass der Mann etwas mehr investiert als die Frau. Ja, ist ja klar, der Mann geht auf die Frau zu, der Mann organisiert das Treffen und so weiter. So passiert es in den meisten Fällen. Sobald die Frau mit dir geschlafen hat, ist es so, dass das Investmentverhältnis der Frau höher wird als deins. Langsam immer mehr, bis es meiner Empfindung nach in einer Beziehung dann so ist, dass die Frau etwas mehr in die Beziehung an sich investiert ist als der Mann. Und ich halte das auch für eine gesunde Art der Beziehungsverteilung. Ich rede jetzt hier von 60-40 oder 55-45, nicht von 70-30 oder 80-20, was dann wieder sehr fragwürdige Verteilungen wären und wo man sich dann fragen müsste, passen diese Leute überhaupt zusammen? Was ganz wichtig ist zu verstehen, ist, dass dieser Kennenlernprozess, dieser wir bauen Vertrauen auf, wir verlieben uns ineinander Prozess, nicht innerhalb von Tagen oder vielleicht auch nicht unbedingt innerhalb von Wochen abläuft, sondern das kann, ich sage kann, sich über mehrere Monate auch ziehen. Und was ich dir damit sagen möchte ist, bitte bleib entspannt in diesem Prozess. Einer der größten Fehler, den Männer machen, um eine Freundin zu finden, ist, dass sie es wirklich zu schnell machen wollen. Ich weiß, so heißt der Titel des Videos, wie du schnell, am schnellsten eine Freundin findest. Und das sage ich dir jetzt auch. Aber sei nicht zu schnell. Die meisten Männer machen den großen Kardinalfehler zu sagen, boah, ich hatte ein Date mit ihr, sie ist so toll. Und jetzt frage ich sie, ob sie denn in einer Beziehung mit mir sein möchte oder was sie sich denn vorstellen kann. Also das Schlechteste, was du machen kannst, ist ständig über diese Beziehung zu reden. Ständig wieder dieses Thema Beziehung aufflammen zu lassen. Klar kannst du darüber reden mit ihr, klar kannst du ihr auch sagen, was du dir vorstellst, aber dann belass es auch dabei und hau das nicht gleich irgendwie in den ersten 10 Minuten auf dem ersten Date raus, sondern
Sorge dafür, dass ihr, und das ist das Wichtigste, über diese ganzen Treffen, die ihr habt, einfach Spaß miteinander habt. Euch kennenlernt, ihr Spaß miteinander habt. Das muss nicht unbedingt nur sexuell sein für dich, wenn du das jetzt dachtest. Hab einfach Spaß mit der Frau, genieß die Zeit mit ihr. Und wenn du eine schöne Zeit mit ihr hast, dann wird sie ganz automatisch irgendwann sich mehr und mehr in dich verlieben. Und dann höchstwahrscheinlich, wenn jetzt nichts Dramatisches dazwischen kommt, auch in eine Beziehung mit dir gehen wollen. Dann ist halt immer noch die Frage, willst du das? Hoffentlich ja, sonst hättest du ja von vornherein nicht so einen Prozess gemacht. Also bitte, hab Geduld in diesem Prozess, denn dann geht es am schnellsten. Na, nicht wie die meisten Männer es immer machen wollen, oh, schnell auf dem ersten, zweiten Date mal klären oder ganz ernste Gespräche führen auf dem ersten, zweiten Date. Wenn es schon mit ernsten Gesprächen auf dem ersten oder zweiten Date, ohne sich wirklich zu kennen, ohne wirklich eine emotionale Verbindung zueinander aufgebaut zu haben, anfängt, dann ist es schlecht, weil dann kann es sein, dass beide Parteien oder vielleicht eine Partei das Ganze zu drucklastig wird und sich dann zurückzieht aus dieser Sache, obwohl ihr es eigentlich gefallen hat. Also nehmen wir mal an, du bist schon auf dem ersten, zweiten Date so, ja, lass mal klären, lass mal alles hier klären und alles ganz klar auf den Tisch legen und ganz krass darüber reden, lalala. Dann kann es halt sein, dass sie sich denkt, okay, krass, das geht ein bisschen zu fix. Wobei sie sich vielleicht gedacht hätte, wenn du sie einfach 5-mal getroffen hättest, ganz entspannt, sie dann schon längst in dich verliebt gewesen wäre und das gar kein Problem mehr gewesen wäre. Also mach da nicht so einen Druck, mach da nicht so einen Stress und das machen viele Männer. Deswegen sage ich es explizit hier an dieser Stelle nochmal. Großer Fehler, Fehler Nummer 2, mach das auf keinen Fall. Und die dritte Sache, die dazu führen wird, dass du schnell eine Freundin findest, ist, dass du dich zuallererst mal, und da haben wir auch in der vergangenen Videoschnuppe geredet, zuallererst mal in genau die Bereiche zu den Orten begibst, wo sich die Frauen aufhalten, die dir gefallen. Sonst kann das nichts werden. Na, ich gebe dir mal ein ganz klassisches Beispiel. Nehmen wir mal an, du bist Briefmarkensammler und jetzt bist du ständig auf Model-Wettbewerben unterwegs und versuchst da irgendwie eine Frau zu finden und merkst aber, ey, irgendwie haben wir so überhaupt gar keine Gemeinsamkeiten. Sie ist irgendwie Model, ich bin Briefmarkensammler. Und ich meine jetzt nicht, sie ist Model und sieht viel besser aus als du, sondern einfach nur, sie lebt in dieser Model-Welt. Das ist einfach eine andere Welt als die Briefmarkensammler-Welt, okay? Jetzt nehmen wir mal an, und ich nehme das gerne als Beispiel, weil es einfach zu greifen ist und viele Leute kennen das ja auch. Du bist im Fitnesscenter, sie ist im Fitnesscenter. Sie ist im Sportverein, du bist im Sportverein. Sie ist beim Schwimmen, du bist beim Schwimmen. Ich nehme jetzt Sport, weil das einfach sich daran leicht erklären lässt. Sie ist beim Tanzkurs, du bist beim Tanzkurs. Dort, wo du dich aufhältst, dort halten sich die besten Frauen auf, die höchstwahrscheinlich auch Beziehungsmaterial für dich sind. Es macht keinen Sinn, wenn du in anderen Gebieten auf Frauenjagd gehst, vor allem, wenn du mit diesen Gebieten, Briefmarkensammler und Model, absolut keine Gemeinsamkeiten feststellen kannst. Das ist die eine große Sache, die ich der Straße so ein bisschen ankreiden würde. Auf der Straße Frauen zu sprechen, ist wunderbar. Jeder sollte diese Fähigkeit entwickeln, jeder Mann, hundertprozentig. Aber auf der Straße ist es halt sehr unsortiert. Das heißt, da könntest du die Briefmarkensammlerin kennenlernen, genauso wie das Model, genauso wie die Tierliebhaberin oder die Fußballspielerin oder die Politikbegeisterte. Du triffst da halt einfach jede Art von Frau, aber nicht unbedingt die Art, die zu dir passt. Es ist also sehr unsortiert. Wenn du dich aber in spezifischen Gebieten aufhältst, Clubs, Organisationen, irgendwelchen Freizeitaktivitäten, dann kannst du halt die Frauen finden, die zu dir passen. Dazu eine Empfehlung, wenn du in größeren Städten wohnst, schau mal bei meetup.com vorbei. Da gibt es regelmäßig, da findest du zu allen möglichen Interessensgebieten, die du so haben könntest, Gruppen, wo du hingehen kannst. Also angenommen, du malst gerne, da gibt es irgendwie eine Gruppe, wo man zusammen malt oder man kocht zusammen oder man unterhält sich über Wirtschaft. Was auch immer du dir vorstellen kannst, Yoga, alles mögliche an Sport, gesellschaftswissenschaftliches, alles, was du dir vorstellen kannst, gibt es da als Interessensgruppen und dort kannst du mal schauen, meetup.com, ob du vielleicht dort in deiner Stadt irgendwas findest und da ist die Wahrscheinlichkeit halt sehr hoch, dass du da auch Personen erstmal und auch Frauen triffst, die deinen Vorstellungen entsprechen. Und wenn du da jetzt direkt keine Frauen triffst, ist es auch nicht schlimm, weil unter Umständen triffst du halt dann, und das gilt auch für die anderen Sachen wie Fitnesscenter, triffst du dann halt Männer, machst Männerfreundschaften an diesen Orten und lernst dann über diese Männerfreundschaften wieder neue Frauen kennen, die aus dem gleichen Gebiet kommen. Ist ja klar, dass wenn du jemanden im Fitnesscenter kennenlernst, der ja auch andere Leute kennt im Fitnesscenter höchstwahrscheinlich oder in diesem Bereich Fitness, Sport. Und dann lernst du durch ihn vielleicht wieder Frauen kennen aus diesem Bereich. So musst du halt denken. Und das sorgt dafür, dass du am schnellsten an neue Leute, an potenzielle Freundinnen kommst. Alle anderen Wege, zum Beispiel der, ich mache das mal durch meinen Freundeskreis-Weg, ist halt relativ unzuverlässig. Ja, das, was ich gerade erzählt habe, ist halt auch Freundeskreis, aber kein spezifischer Freundeskreis, ne, mit dem Fitnesscenter. Wenn du diesen Weg gehst und dich an diesen Orten aufhältst, dann beschleunigst du das Tempo, in dem du eine Freundin finden kannst, ganz enorm. Und ja, du hast vielleicht jetzt gehofft, irgendeinen theoretisch umsetzbaren Tipp von mir zu bekommen, aber du brauchst einen praktisch umsetzbaren Tipp. Du brauchst einen Tipp, der dich rausbringt in die Welt, denn sonst lernst du ja diese Frau, die zu dir passt, erstmal gar nicht kennen. Und das
ist das Wichtigste. Das sind die Grundlagen und einer der wichtigsten Punkte, wenn es darum geht, eine Freundin kennenzulernen. Ich freue mich, dass du dabei warst. Übermorgen sehen wir uns wieder. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir dich für ein Coaching. Eins der letzten Sommercoaching-Plätze bewerben. Und unten rechts kommst du zu einem Video, das du schauen solltest, wenn dir das Video gefallen hat. Geil, dass du dabei warst. Bis übermorgen. Ciao.